Juhu, Pokémon X-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Togebrui? Togebrui? Ja, was denn? Guten Morgen. Bicko, Bicko? Togebrui, brauchen wir was zu futtern. Das hungert schon die ganze Zeit lang nach Liebe und Aufmerksamkeit. Dort unten purzelt es hin und her, wenn wir uns mit Highspeed über die Karte bewegen. Nom nom. Und nom nom. Das muss jetzt aber auch wirklich erstmal reichen. So. Wir sind endlich in einer neuen Stadt. Andere Leute spielen innerhalb der Zeit, die wir jetzt bis jetzt mit dem Let's Play verbracht haben, dieses Spiel locker durch. Also ich zum Beispiel bei meinem normalen Walkthrough bin da schon 5-mal durch gewesen. Aber ich nehme mir extra hier mal Zeit, das ganze Spiel richtig zu genießen und alle Ecken und Winkel kennenzulernen. Oh, hi! Herzlich willkommen im Hotel Meeresschnee, der Wohlfühloase im Herzen von Grumlexia. Und woher kommst du? Ach, aus Escizia oder Escizia oder Escizia. Ja, Escizia müsste es eigentlich heißen. Von so weit her? Dann freue ich mich umso mehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Nicht mal Items. Gibst du Items? Dein Togetic hat es dir auch angetan. Ich bin immer wieder froh, Leuten zu begegnen, denen die gleichen Pokémon gefallen wie mir. Andererseits frage ich mich aber auch immer, was in den Köpfen von Leuten vorgehen mag, die andere Pokémon mögen als ich. Ich bin total intolerant. Hi. Ha, 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 hallo. Ha, ha, hallo. Ha, ha, hallo. Wiffe. Okay, ist uns nichts Interessantes. Niemand gibt uns Items. Gut, hier sitzt auch kein... Ups. Wollte ich gar nicht. In dem Hotelzimmer finden wir sicherlich wieder Mr. Miteinander. Und hier ist wieder so ein Wanderer. Ja, Kalos-Region. Die Kalos-Region ist zwar ganz schön, aber meine Heimat ist auch total toll. Wir haben da diese Einrichtung, die ist... Ach, das musst du mit eigenen Augen ansehen. Okay. Gut. Dann haben wir es auch geklärt. Echt, heute keine Gratis-Items. Nichts zum Abstauben im Hotel. Schweinerei. Ich gehe doch hier nicht ins Hotel zum Einchecken, sondern zum Abchecken und Einstecken. Na gut. Geht's denn hier hin? Oh, Steine. Steine? Oh. Gut. Da hätte ich jetzt gar nicht den Detektor benutzen müssen. Stecken wir den hier weg. Das sah so offensichtlich aus hier, ne? Das ist doch ganz offensichtlich. Ersichtlich. Im Pokémon Center war ich, hier war auch nichts Besonderes. Also, oh, da hinten ist noch ein Item. Ah! Team Flair. Grumlexia, die Stadt der Steine. Ja, Mensch. Wahnsinn. Ich scheine ja hier Böses vorzuhaben. Diese bösen Buben von Team Flair. Ein Pudersand. Ja. Hätten wir das auch. Oh. Ding Dong. Hallo, wo bin ich denn hier? Guten Tag, wer sind Sie? Aus unerfindlichen Gründen entwickeln Pokémon sich nicht, solange sie einen Ewigstein tragen. Da ich jede Menge dieser Steine habe, werde ich dir auch einen geben. Oh, wie angenehm, ein Ewigstein. Vielen Dank, vielen Dank. Obwohl irgendein Zusammenhang zwischen Pokémon und bestimmten Steinen besteht, denk mal drüber nach. Manche Pokémon entwickeln sich sogar, wenn man ihnen einen Feuer- oder Wasserstein zum Tragen gibt. Ja, das fand ich auch schon mal interessant. Da war Mr. Mill wieder da. Die Geschichte dieser Gegend soll bis weit in die graue Vorzeit reichen. Die Fremdenführerin, die im Hotel sein sollte, hat sicher noch allerlei Details dazu parat. Ich habe die nicht gefunden. Ich war im Hotel. Ich habe da keine Fremdenführerin gesehen. Wahrscheinlich habe ich sie übersehen. Oh, ein Sternchen. Und wer sind Sie? Du musst eine echte Weltenbummlerin sein, wenn du extra wegen der Steine angereist bist. Ja, eigentlich nicht wegen der Steine, das lag ja alles auf dem Weg, also... Nichts als Steine, sagst du? Paladre fröhliche Baguette Baguette, das verstehst du falsch. Wir halten den Ort bewusst schlicht, um nicht zu stark von den Steinen abzulenken. Steine! Okay. Um Lexia, wo stumm die Steine Bände sprechen. Okay. War jetzt hier nicht irgendwo der Typ vom Team Flair? Was ist denn los? Hallo? Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung. Die Steine auf Route 10 müssen bewusst so aufgereiht worden sein, dass sie direkt nach Grumlexia führen. Lino, der Arenaleiter von Reliviera City, stellt derzeit Nachforschungen zu den Steinen an. Aber noch weiß niemand so recht über sie Bescheid. Okay, ist das hier Wandererführung?
so viele Steine von dieser Größe so sorgfältig aneinander zu reihen, ist schon beeindruckend. Die Leute vor 3000 Jahren konnten vielleicht keine Berge versetzen, aber dafür große Steine, bin ich tiefsinnig. Oh, Zeit für ein Foto. Ja, Kamera kauts. Tolkien, kann ich dir behilflich sein? Ein Foto machen? Ja, so gut. Ja, mach mal. Hier, schöner Hintergrund und so. Aha, aha. Wow, das Steine. Kann hier alles scharf halten? Schön hell machen? Das ist doch cool. Yep. Das sieht doch schön aus. Das ist voll gut geworden. Ja, geben wir ruhig Trinkgeld. Geben wir wieder unsere 1000. Jetzt werden wir wieder gelobt dafür, dass wir so naturtalentig sind. Eigentlich geht es doch hier wieder nur ums Geld. Hui. Steine. Muss lesen. Von diesen uralten Steinen heißt es, dass sie eine rätselhafte Kraft freisetzen. Oh, Mega-Entwicklung? Mega-Entwicklung? Mega, mega, mega Entwicklung. Nein. Mein Haus. Ding Dong. Hallo. Ich bin's. Honey. Oh, wer ist das denn? Die 3000 Jahre währende verzweifelte Suche eines Mannes nach einem Pokémon. Diese Geschichte ist mir zu Ohren gekommen. Du so recht glauben kann ich sie nicht. Gleiche. War der nicht, hat er nicht einmal was erzählt? Ich meine, der hat einem irgendwas erzählt. Egal. Und. Hui! Miau. Muss ich denn da drüben lang? Durch. Da am Hause vorbei. Eine schöne Linkskurve und dann auf zu Team Flair. Ich bin zwar deine Lauscher. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Denn wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davon tragen. Yeah, geil. Okay. Oh, das wäre wieder Kalem. Hast du Team Flair gesehen, Honey? Ja, aber... Ja, schon, aber was? Also ist der Rüpel nicht mehr hier, ja? Der Schuft kann sich ja wohl nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Da vorne geht's doch nicht weiter. Das wundert mich jetzt schon etwas. Da vorne geht's nicht weiter, aber da ist voll die Weg. Guck mal. Oh. Da ist eine Tür hinter den Steinen. Das sieht ja, sie sind ein Blinder mit einem Krückstock. Verschwörung. Illuminaten. Was Schönes? Nee. Lucario! Du bist doch der Trainer von Route 5, habe ich recht? Lucario. Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen ein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal zwei. Und sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefressen hat, oder? Nein. Ja, habe ich jetzt... Ach du Scheiße. Arena-Leiterin Conny kriegt danach einen Orden. Lucario. Leute, Gebrüi. Okay, das ist ein Kampf-Pokémon. Ich weiß, dann nehmen wir den Sondersensor. Der macht ein bisschen Aua, hoffe ich. Toll. Später tanzt, das ist keine Chance. Pui, pui, puff, puff. Das war nicht so, weil wegen Doppeltyp oder? Ich habe keine Ahnung. Was passiert, wenn wir die Feenbrise nehmen? Spezialverteidigung sinkt es nicht gut. Puff, puff. Das macht auch nicht so viel Schaden. Und Aeroass. Offenlegung. Aua. Oh, das war schön. Lucario ist doch Kampfstahl? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich weiß, ich habe noch nie einen Lucario großartig weiter trainiert. Bla. Das stimmt gar nicht, ich habe mal ein Lucario im Team, aber ich bin manchmal so Brain AFK, dass ich ja möchte weiterkämpfen. Dass ich wesentliche Dinge einfach vergesse. Komm, dann nehmen wir doch jetzt nochmal das Aeroass. Offenlegung, das hat nicht viel Schaden gemacht.
Damit kommst du nicht weiter. Lustige Brühe! Schlitz und Schlitz! Okay, das hat auch nicht so viel Schaden gemacht. Arbeiten wir uns einfach wieder weiter vor. Katatanz, das hättest du vorher machen sollen. Und jetzt die Offenlegung. Verschwendeter Angriffsschaden. Dafür habe ich meinen nicht verschwendet. Tokopro hat einen Volltreffer gelandet. Sehr schön. Ja, dann gehen wir nochmal den Sondersensor drüber. Offenlegung. Au, au, au. Was liegt ja denn da wieder offen? Theorien? Kann ich nichts mit anfangen. Weg damit. Und da ist es platt. Oh mein Gott, so viele Erfahrungspunkte. So viele Erfahrungspunkte. Oi, 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 oi. Das Level. Hoppala, mein legendäres Lucario-Duo konnte nichts gegen dich ausrichten. Ja, klar, ich bin ja auch overpowered. Hast du mein Mojo mal an... Was? Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arenaleiterin von Yantaria City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung voller Zubats. Also bis später dann, ja? Bye. Da, da. Okay. Level 30. Ich hätte jetzt ganz gerne mal wieder Iggy vorne. Der hat schon lange nicht mehr gekämpft. Items. Weitergeben. Ich habe schon lange nicht mehr mit Iggy gekämpft. Mireuer. Hi. Laut polierte Steine sind etwas ganz Tolles, wenn du mich fragst. Okay. Boah, es ist ein Trainer. Körper und Geist sind auf den Gegner fixiert und alle Kanäle auf Empfang gestellt. Okay. Wenn du meinst... Ah, Ein Psychopath mit Monozyto. Das muss ich erst noch teilen, dann wird's cool. Los, Iggy, du bist dran. Puff, puff. Moment, du bist ja jetzt... Also ich habe also... Ich könnte mal... Wie, Unlicht. Bissattacke. Oh, ui. Das war sehr effektiv. Oh, das war sehr eintönig, der Kampf. Sehr mono, versteht ihr? Welchen Mono zieht? Okay. Symbolara. Ja, da möchte ich Pokémon wechseln. Und zwar auf Solari. Elektropower. Elektropower. Und da benutzen wir jetzt mal den Ladevorgang. Schön aufladen, sehr gut. Jetzt dürfen wir auch ganz gut Schaden fressen, das ist kein Problem. Ach, ein Lichtschild, ja? Seriously. Ah, das war ein guter Schachzug. Paraboladung. Sollte trotzdem reichen, oder? Nein, das reicht nicht. Wirbelwind. Das ist gemein. Oh, das ist viel gemeiner. Los, Nala. Miau. Die Beeren kannst du dir auch abschminken, falls du eine hättest. Wie wäre es denn mit Feuerzahn? Und Noms, das ist eine physische Attacke. Von daher ist mir auch der Lichtschild ziemlich egal. Und Pumps. Oh Gott. Das sind Erfahrungspunkte. Alter Schwede. Gneim würde besiegt. Oh je, das war wohl nichts. Du übersteigerst meine Vorstellungskraft. Übersteigerst. Egal, wir haben ihn's platt gemacht. Ich setze alle mir zur Verfügung stehenden Kanäle ein, um mich auf meinen Gegner einzustellen und vorherzusehen, wie er sich wohl verhalten wird. Vielleicht solltest du einfach mal kämpfen. Oh, eine Zitrobeere. Hör auf dein Herz, hör auf das Herz der Pokémon. Oh, noch mehr Train Wars? Kämpferin, wie ich ziehe ihre Energie einzig und allein aus dem Gürtel und ihrer Hüften. Ja, meine Hüften! Hüftenblues, yeah! Breite Hüftenblues, wuhu! Los, ich bin's Ray, du bist dran, Linfu! Attacke! Linfu! Das wird doch egal, los, Iggy, du schaffst das! Aha, oh yeah, baby, oh yeah! Nietenranke! Kraftwelle! Aua! Bitch, please! Nietenranke! Hier, das macht mal Schaden! Aber auch nicht wirklich viel. Hey, guck mal, was die Naturkraft heute kann. Da hast du wieder eine Kraftwelle. Au, 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 au. Naturkraft. Energieball. Auch eine Pflanzenattacke.
Why not? Not bad, not bad. Und dann eine sichere Nietenranke nutzen und dann die Kraftwelle. Danach müssen wir unser Pokémon aus. Hallo! Ey, was? Bitte? Paralysiert? Geht ja mal gar nicht. Los, Nietenranke! Hättest du den Volltreffer nicht in der letzten Runde landen können, Iggy? Ha? Oh, das war Rays einziges Pokémon. Wenn der Gürtel richtig sitzt, schnitt er mir die Hüften zusammen und verleiht mir so mehr Kraft. Breite Hüften bloß. Oh yeah, breite Hüften bloß. Sehr effektive Attacken lassen sich mit einem Expertengurt um 20% verstärken. Kampfattacken dagegen lassen sich mit einem Schwarzgurt um denselben Wert erhöhen. Okay. Supertrank. Erstmal so, ne? Und jetzt noch diese Supporterheiler, die haben wir jetzt unten raus. Alles Gute, von Paralyse geheilt. Wir sind fit. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin. Bye.